Das ist der Islam. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, und wer hat eine schönere Religion als jener, der sich Allah ergibt und dabei Güte übt und dem Glauben Abrahams folgt, des Aufrichten. Und Allah nahm sich Abraham zum Freund. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Auf dem Glauben basiert alles im Islam, wie in jeder Religion. Deswegen wird auf ihn viel Wert gelegt. Dabei besteht gar kein Widerspruch im Islam zwischen Glauben und Wissenschaft. Ganz im Gegenteil. Der Koran betont die Wichtigkeit des Wissens und der Wissenschaft für den Glauben. Der Erhabene sagt, es ist ein wichtiges Faktum, dass der Koran, der stets zur Pflege der Wissenschaft aufruft, vielfältige Betrachtungen über Naturphänomene enthält, deren erklärende Details mit den modernen wissenschaftlichen Gegebenheiten absolut konform erscheinen. In der jüdisch-christlichen Offenbarung gibt es keine Entsprechungen dieser Art. In Hunderten von koranischen Versen werden die Wissenschaftler gelobt und die Nichtwissenden zum Wissen bewegt, denn durch Unkenntnis wird ihr Glauben bedroht. Ganz im Gegensatz steht das zur vorherrschenden Vorstellung im Westen. Der richtige Gläubige ist nach dem Koran der Wissende. Allah sagt im Koran, siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen lässt? Damit bringen wir dann Früchte von unterschiedlichen Farben hervor. Und von den Bergen gibt es Schichten, weiße und rote, von unterschiedlichen Farben, und rabenschwarze. Und unter den Menschen und den Tieren und dem Vieh gibt es auf ähnliche Weise unterschiedliche Farben. So ist es, Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Gewiss, Allah ist allmächtig und allvergebend. Analog gibt es zahlreiche Beispiele für den Ansporn zum religiösen Wissen. Es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken, wenn doch von jeder Gruppe von ihnen ein Teil ausrücken wurde, um mehr von der Religion zu erlernen und um ihre Leute zu warnen, wenn sie zu ihnen zurückkehren, auf dass sie sich versehen mögen. Anregung zum Denken und Anwendung der Vernunft. Der Erhabene sagt, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch den Blitz als Grund zur Furcht und zum Begehren sehen lässt und vom Himmel Wasser herabkommen lässt und mit ihm dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Anregung zur Verbreitung der Wissenschaft und Warnung vor deren Verheimlichung. Der Erhabene sagt, ungedenkt, als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein Abkommen traf. Ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verborgen halten. Da warfen sie sie hinter ihren Rücken und verkauften sie für einen geringen Preis. Wie schlimm ist das, was sie erkaufen? Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebende gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? Er sagt auch, und die Erde haben wir gedehnt und darauf festgegründete Berge gesetzt und auf ihr von allen zu wiegenden Dingen wachsen lassen. Bewegung der Erde. Er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken ein Herr und isst von dem, womit er euch versorgt. Und zu ihm wird die Auferstehung sein. Und so geht es in etwa 36 Bereichen der Wissenschaft, die Mensch, Tier, Flora, Fauna, Licht, Atmosphäre und so weiter, so dass man erstaunt vor dieser Fülle von Zeichen steht,
die bis heute keinen einzigen Widerspruch mit den wissenschaftlichen Tatsachen aufweisen. Viele Aussagen der prophetischen Überlieferungen heben den Wert des Wissens hervor. Die Suche des Wissens ist eine Pflicht für jeden Muslim und jede Muslime, also muslimische Frau. Die Tinte des Schülers ist heiliger als das Blut des Märtyrers. Der Islam erweist sich somit als Freund der Wissenschaft in ihrer weitesten Breite und auf allen Ebenen. Es ist so schade, dass viele europäische Denker und Philosophen, besonders die Atheisten, den Islam nur von Hörensagen kennengelernt oder ihn einfach pauschal durch ihre religiösen Erfahrungen mit anderen Religionen verurteilen. Sie sollen den Islam selbst kennen, vielleicht finden sie in ihm etwas anderes als das, was sie schon kannten. Vor der materialistischen Flut und der Überschwemmung des Westens durch den Atheismus beweisen Christentum wie Judentum ihre Unfähigkeit, Dämme zu errichten. Das eine wie das andere ist in heilloser Verwirrung und sieht man nicht, wie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt der Widerstand gegen die Strömung abnimmt, die alles vorzuschwimmen droht. Der atheistische Materialist erblickt im klassischen Christentum nur ein fast 2000 Jahre altes System, das der Mensch errichtete, um die Herrschaft einer Minderheit über ihresgleichen zu sichern. Er ist nicht fähig, in den jüdisch-christlichen Schriften eine Sprache zu entdecken, die, und sei es nur sehr entfernt, der seinen verwandt ist. Sie enthalten so viele Unwahrscheinlichkeiten, Widersprüche, Unvereinbarkeiten mit modernen wissenschaftlichen Gegebenheiten, dass er sich weigert, Texte in Betracht zu ziehen, von denen die überwältigende Mehrheit der Theologen möchte, dass man sie als unauflösliches Ganzes akzeptiert. Spricht man ihm vom Islam? Er lächelt mit einer Selbstgefälligkeit, die lediglich dem Ausmaß seiner Unkenntnis des Gegenstands entspricht. Wie der Mehrzahl der westlichen Intellektuellen, welcher Religion sie auch anhängen mögen, hat auch er vom Islam eine beeindruckende Menge falscher Vorstellungen. Wir haben gesehen, inwieweit sich der Islam mit der Wissenschaft verbindet. Wir haben auch festgestellt, wie umfangreich und vielschichtig diese Verbindung ist. Jedoch muss jedes wissen, was den Einheitlichkeitscharakter dieses Wertsystems unterstreicht, auf die Instanz zurückgeführt werden, die alles kontrolliert und dem Menschen Selbstkontrolle empfiehlt. Lesen, lernen, wissen und forschen müssen alle im Namen Gottes, also im Namen Allahs, durchgeführt werden. Das ist der beste Befehl der islamischen Offenbarung, der Befehl, den wir im ersten Satz bzw. Wort dieser Offenbarung finden. Das bzw. den Muhammad, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, erhalten hatte. Der Erhabene sagt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel, lies. Und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Das mag klarstellen, inwieweit dieses Wertsystem Einheitlichkeit aufweist, die jede Tat auf Allah zurückführt. Diese Eigenschaft bezieht sich auf alle menschlichen Aktivitäten, die, wenn die Absicht bei dem Menschen besteht, sie im Namen Allahs zu tun, als eine Art Verehrung Allahs, als Gottesdienst betrachtet wird.
So kann der Bauer im Namen Allahs seinen Pflug in die Erde ziehen, der Lehrer seinen Unterricht geben, der Architekt sein Projekt unternehmen, der Arzt seine Operation machen und so weiter. Die Totalität des islamischen Wertsystems, die wir an seinem Verhältnis mit dem Wissen bzw. der Wissenschaft festgestellt haben, bezieht sich analog auf alle anderen Aspekten des Lebens. Die koranische Offenbarung insbesondere spiegelt diese Einheit und Totalität ausdrücklich wider, die sich nicht auf Mohammeds Zeit oder auf den Raum der arabischen Halbinsel beschränken. Zudem erkennt der Koran die ihm vorausgegangenen Schriften an, die nach ihm alle der Urschrift, der auf einer wohlbehüteten Tafel entstammen und die die Gesandten des einzigen Allahs den Menschen betrachtet haben. Bevor man irgendein Gefäß füllen kann, muss man es zunächst leeren. Das Herz ist ein Gefäß und wie jedes andere Gefäß muss das Herz auch geleert werden, bevor es gefüllt werden kann. Man sollte niemals darauf hoffen, das Herz mit Allah füllen zu können, solange das Gefäß voller Dinge neben dem Hocherhabenen ist. Das Herz zu leeren bedeutet nicht, nicht zu lieben. Ganz im Gegenteil. Wahre Liebe, wie Allah sie von uns verlangt, ist am reinsten, wenn sie nicht auf einer falschen Bindung beruht. Das Verfahren, das Herz zuerst zu leeren, ist in der ersten Hälfte des Glaubensbekenntnisses zu finden. Man muss beachten, dass das Glaubensbekenntnis mit einer entscheidenden Negierung beginnt, einer wichtigen Lehrung. Bevor wir erhoffen können, wahren Monotheismus zu erlangen, bevor wir bestätigen können, an einen eines seienden Herrn zu glauben, bestätigen wir zunächst, dass es keine Gottheit gibt. Eine Gottheit ist ein Verehrungsobjekt. Dennoch ist es unerlässlich zu verstehen, dass eine Gottheit nicht nur etwas ist, was verehrt wird. Eine Gottheit ist etwas, um das sich unser ganzes Leben dreht, dem wir gehorchen und das uns äußerst wichtig ist, mehr als alles andere. Einige Menschen verehren andere Menschen und viele verehren sich selbst, ihre eigenen Gelüste und Launen, wie es im Koran beschrieben wird. Allah, der Hocherhabene, sagt: Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat, den Allah trotz seines Wissens hat in die Irre gehen lassen und dem er das Gehör und das Herz versiegelt und auf dessen Augenlicht eine Hülle gelegt hat? Wer könnte ihn nach Allah recht leiten? Bedenkt ihr denn nicht? Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Brüder im Islam, die Religion, die Allah für die Menschen auserwählt hat, ist der Islam, da dieser am ehesten ihrem Temperament entspricht. Allah machte seine Religion für die Menschen sehr leicht. Sie entfernt alle Einschränkungen und Bürden, weil das für den Menschen mühsam ist. Sie lehrt die Menschen immer, Allahs Wohlgefallen zu suchen, sich ihm anzuvertrauen und das von ihm vorherbestimmte Schicksal zu akzeptieren. Denn er ist unendlich barmherzig, gütig und vergebend. Er erschafft alles für die Gerechten mit einem Zweck. Er ist allmächtig. Der Glaube an Allah, dem Eigentümer aller Geschöpfe und Urheber aller stattfindenden Geschehnisse,
bedeutet den Ängsten, Sorgen und Mühsalen des menschlichen Lebens ein Ende zu bereiten. Für jemanden, der nach seiner Religion lebt, ist die Erleichterung und Schönheit, die sie ihm verschafft, das Wichtigste. Darüber hinaus hat Allah alle seine Gebote und Anordnungen dem Natur der Menschen angemessen und keine Härte wird aus ihnen resultieren. Allah erklärt im Koran, dass die Religion leicht ist und dass er die Dinge für jene, die ihrer Religion folgen, leichter machen will. Und wir werden dich auf den leichtesten Weg bringen. Er hat euch erwählt und hat euch in der Religion nichts Schweres auferlegt, der Religion eures Vaters Abrahams. Im Licht der Verse lädt uns unser Prophet in Anlehnung an unsere Religion ein, Folgendes zu erklären: Religion ist Erleichterung. Die Praktiken und Überzeugungen, die von den Menschen als Mühsal betrachtet werden, sind durch Polytheisten, Atheisten oder von jenen Personen, die andere von der Religion entfernen, weitergegeben, in die Religionen übernommen und als wären sie ein Teil der wirklichen Religion. Andere wieder haben die Religion betreffend eine bratreiche Haltung eingenommen. Sie sind der Meinung, dass es allgemein mehr akzeptiert wird, wenn sie schwierige Dinge ausführen und sich selbst frömmer zeigen. Unser Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, befahl den Muslimen um ihn herum, die Religion leichter zu machen. Demnach sollen rechte Muslime seinen Geboten folgen und nicht unter den Folgen, die Dinge zu verkomplizieren, leiden. Und Allah weiß es am besten.